So, da wäre er wieder. Wir werden immer noch regelmäßig mit Sachen befüllt. Das ist irre praktisch. Ja, Holz, Stein könnte wieder weg. Obwohl, warte mal. Das Gestein können wir einfach hier reinschmeißen, oder? Jo, sehr gut. Und das Holz schmeißen wir hier rein, weil die Roboter das schon irgendwann irgendwo hinbringen. Gut, die Karte sieht absolut nicht gut aus. Unser Smog breitet sich immer weiter aus, hat die Basis schon komplett überholt. Kommt an die Basis an, nähert sich der Basis und der Basis. Also ja, Mauern, wichtig. Sehr wichtig, zusammen mit Lasertürmen. Vor allem erwarte ich auch, dass irgendwann von oben einfach die Beißer runtergelaufen kommen. Und da ist nämlich gar keine Mauer. Da ist nur diese provisorische, prophylaktische, was auch immer, Verteidigungsanlage hier bei dem Öl. Und das war es dann auch. Also oben die Mauer, sehr wichtig. Das heißt, wir stellen Rohre her. Noch ein Mobaust mit dem Strom los. Füllst du dich oder leerst du dich? Du britzelst einfach nur. Gucken wir mal hier. Ah, okay, wir produzieren nicht genug. Weil wieder Nacht ist. Wobei, eigentlich dachte ich jetzt, wo das hier durchgehend stabil läuft. Also nicht mit 100%, aber mit 96, was gut genug ist. Dass wir nicht mehr so wirklich Stromprobleme haben. Aber anscheinend doch. Pumpjacks sind ein... Naja, kein großes Problem, weil die sind halt neu dazugekommen. Pumpen verbrauchen gar nichts. Die Mining Drills, die Roboboards. Die verbrauchen gut Strom. Und das sind nur 7 Stück. Wir brauchen davon noch wesentlich mehr. Also als Aufladestation für die Roboter, aber auch damit alles abgedeckt ist. Was ich eigentlich wollte. Ich wollte mir die Batterien schnappen. Ich kann mir keine Batterien mehr schnappen. Ich habe keinen Zugriff mehr auf meine Sachen. Das ist teilweise echt nervig. Ich hätte gerne Batterien 100 Stück. So. Und ich gehe mal hier hin. Hier müssten noch theoretisch alle Sachen eingelagert werden, die sie nicht gerade brauchen. Wow. Warum zur Hölle? Gib mir alle deine Ärmchen. Wir haben hier doch andauernd Ärmchenmangel. Das ist, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Hier. Mach alles voll mit Ärmchen. Nehmen die Roboter das raus, wenn es mehr ist, als das, was drin sein soll? Nee, ne? Okay. Also grüne Tränke stauen sich. Grüne Tränke haben wir kein Problem mehr. Blaue Tränke werden sich niemals stauen, denke ich. Weil wir dafür einfach viel zu viele Ressourcen brauchen. Also viel zu viele Chips, viel zu viele Ärmchen. Hier könnten wir auch welche reinschmeißen. Aber ja, viel zu viele Chips primär. Skynet ist am Arbeiten. Dir fehlen Eisenplatten. Die habe ich dabei. Du. Genau, hau rein da. Roboter werden auch nach und nach mehr. Das heißt, ich kann auch bald hier wieder eine Requester-Chest hinpacken für Eisenplatten. Das wird dann echt praktisch. Aber hier... Hier können wir Arbeit ersparen. Dank nochmal an die Kommentare, da wurde es nämlich erwähnt. Weil wir können einfach die grünen Chips von hier aus nehmen und direkt auf das Band da hinten legen. Das machen wir so. Machen wir hier einen Knick. Dann machen wir... Oh, haben wir ein rotes Ärmchen? Ja. Du nimmst von hier. Brauchen wir gar keinen Knick, oder? Ich gucke. Achso, die Linie ist im Weg. Gib mir. So. Also die fließt ganz normal lang. Das heißt, wir können die Kiste mal kurz ausschalten. Und gucken. Verbraucht bitte mehr grüne Chips. Verbraucht bitte mehr grüne Chips. Du bist nur Plastik. Du bist grüne Chips. Okay. Ja. Sehr schön. Es hat echt nur ein roter Arm gefehlt. Und dadurch ersparen wir jetzt hier ein paar Roboter ein bisschen Zeit. Das heißt, die Requester Chest können wir komplett abbauen und irgendwo anders hinsetzen. Du warst für Kupferdraht. Die brauchen wir auch nicht mehr. Und das sind die einzigen Ressourcen, die wir brauchen. Kupferdraht wird von Hand, also von Fließband angeliefert. Die Chips werden von dem roten Ärmchen dahin gebracht.
wenn auch nicht so schnell. Aber es könnte reichen und Plastik wird halt eingeflogen. Sehr gut, du kommst auch noch weg. Wird ja alles langsam richtig übersichtlich. Du bist eine Provider-Chest. Ja, okay. Was ich eigentlich wollte, waren Batterien. Habe ich inzwischen 100 Batterien im Inventar? Nein, habe ich nicht. Weil hier bestimmt nicht genug gearbeitet wird. Weil ihr bestimmt kein Öl habt. Doch, habt ihr. Plastik wird abgeholt. Wird wieder kein Schwefel hergestellt. Ah, ich habe vergessen, es umzustellen. Also wenn eine Kleinigkeit... Ich wollte irgendwas umtesten oder keine Ahnung. Deswegen wird kein Schwefel mehr hergestellt. Wasser ist da. Schwefel. Schwefel wird produziert. Schwefelsäure wird produziert. Batterien werden produziert. Okay. Mann. So, die nehme ich mir gleich mit. Weil ich wollte eigentlich Batterien mit nach oben nehmen, um oben was zu bauen. Ich denke Lasertürme. Ein Laserturm. Fehlen Batterien, ja. Roboter, du fliegst gerade mit meinen Batterien weg. Ich habe hier einen Auftrag, ich hätte gerne 100 Batterien. Gib mir. Es wird so nichts. Aber gut, wir haben 9. Ist jetzt nicht so die Welt, aber ist ein Anfang. Oh, und Kupferplatten hätte ich ganz gerne ein paar. Die klaue ich mir hier. 100 Stück reichen. Damit wir das Muster weiter ausbauen können. Dass wir nämlich hier den Rahmen einmal um die Basis wenigstens hinbekommen. Ich habe 50 Mauern im Inventar. Sollten eigentlich 100 sein, aber ist okay. Ja, hier ist unser Ölgewusel. Das sollten wir auch demnächst weitermachen. Was wäre schon ganz schön, wenn das Ding durchgehend läuft. Jetzt die Zeit über ist ja verschwendet quasi. So, Muster. Bin mir nicht ganz sicher, wie. Also wir haben schon sehr weit oben veranschlagt für die Weiterverarbeitung von Öl. Das heißt, hier drüber, hier so ungefähr, müsste dann die Anlieferung von Öl später kommen, also der Bahnhof. Das heißt, erstmal müssen wir das Muster jetzt nach ganz rechts bis zur Mauer erweitern. Da. Boiler brauchen wir gerade nicht in der Quickliste. Da. Na, falsch. Richtig. Richtig. Da gab es übrigens auch einen Trick. Ich glaube, Shift gedrückt halten oder so ähnlich. Und dann baute automatisch das immer auf maximalen Abstand voneinander. Aber ich weiß nicht. Ich finde das so von Hand eigentlich ganz angenehm. Da. Gucken wir, ob das hier soweit passt. Also, wir haben den Mast. Wir haben da eine Mauer drum. Wir haben hinter die Mauer... Wir haben kein Eisen. Wir haben hinter der Mauer theoretisch Licht. Praktisch finden wir Licht irgendwie gerade doof. Ich weiß auch nicht warum. Dann kommen hier 3 Lasertürme, einer frei. Und ja, das Muster passt soweit. Und spaßeshalber setzen wir einfach mal einen da hin. Gut, Muster weiter hoch. Da. Da. Damit hätten wir die Ölflächen da schon mal drin. Und hier eventuell genug Platz für den Zug. Ich denke aber eher nicht. Wir können es aber trotzdem so machen, dass wir hier die Mauer ziehen. Und dann das Entladen von den Zügen außerhalb der Basis gemacht wird. Ich stelle mir das so vor, wir haben hier eine Reihe von den Masten, eine Reihe von Türmen, dann die Mauer. Zug hält vor der Mauer, aber darüber ist nochmal eine Mauer mit nochmal Türmen. So eine Art Einfahrschneise, so ein richtiger Bahnhof halt. Das heißt, das passt. Ich ziehe jetzt also hier rüber, nach da und erweitere dann in die Richtung hier die Mauer. Und dann ist hier erstmal Ende Gelände der Basis. Weil es, ne? Wir sind schon eine ganze Weile dabei. Wir haben immer noch keinen Rahmen um unsere Basis rum. Das ist eine riesen Sicherheitslücke, vor allem wenn man bedenkt, dass oben die Basis, ne? Es dauert noch 3-4 Folgen, dann ist die auch stinkig auf uns. Du und da lang. Holz, Holz, Holz. So. Muster. Machen wir mal hier, falls keine Ecke ist. Ecken sind ein bisschen komplizierter. So. Dann. So.
eigentlich drei Türme rein, aber einer soll erstmal reichen. Und dann ein Abstand und hier die Mauer. Gut, 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 gut. So, gleich haben wir schon wieder keine Mauern mehr. So. Hm, das sieht hier ein bisschen komisch aus. Und wir haben echt gar keine Mauern mehr. Ich stelle mal ein paar hier. Wo sind die Mauern? Da sind die Mauern. So, du kriegst eine Mauer um dich rum. Dann kriegst du eine Erweiterung so. Nee, das ist zu nah dran. So, und keine Mauer mehr. Aber ja, passt doch alles soweit. Das heißt, hier kommt einer hin. Da und da. Theoretisch kommen wir noch mehr zwischen, weil es eine Ecke ist. Und an Ecken muss mehr verteidigt werden, weil es halt einen größeren Angriffsbereich hat. Das passt also soweit. Hier, alle Bäume müssen weg. Ich habe mir überlegt, dafür einen Roboport zu benutzen. Weil da gibt es ja diese Blaupausen. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Nee, habe ich noch nicht. Dürfte aber nicht allzu lange dauern, die zu erforschen. Und dann kann ich einfach deklarieren, hier in dem ganzen Gebiet, bitte baut komplett alle Bäume ab. Was ja doch recht praktisch ist. Dafür müssen wir nur erstmal wieder Roboports haben. Die sind ja doch recht teuer. Und vor allem brauchen wir eine Abdeckung bis hier oben. Und ihr habt ja gesehen, wie nah die beieinander stehen müssen. Also, dauert noch. Erstmal geht es wieder nach unten. Lass mich mit Stein und Mauern befüllen. Und guck mal, wie es hier bei den blauen Tränken soweit läuft. So, Eisenplatten sind wieder ein Problem. Das mache ich kurz von Hand. Genau, füttert mich. Nom, nom, nom. Das ist zu geil. Das ist echt zu geil. Also, falls ihr noch keine Roboter habt in eurem Spiel, weil ihr das alles hier mit Fließbändern macht oder so, allein für das Feature, also das Befüllen des Spielerinventars mit Mindestbestand, ist es das wert. Warum kommen hier Ärmchen angeflogen? Achso, das ist für woanders. Fiep, 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 fiep. Haben wir irgendwo eine Lagerstätte für Eisen? Oder wird alles zu Zahnrädern gemacht? Nicht ernsthaft, oder? Das mit dem Eisen ist jetzt gerade nicht so gut. Ich mach mal ganz kurz hier Stopp. Weil wir haben genug Zahnräder. Ich hätte jetzt hier gerne einen Arm. Eigentlich hätte ich woanders gerne einen Arm. Ich hätte hier gerne einen Arm und da einen Arm und da einen Arm. Und dann hätte ich hier gerne Provider Chests. Und dann hoffe ich mal, dass wir inzwischen genug Roboter haben. Eigentlich sollten wir jetzt die Eisenplatten direkt wohin bringen? Ja, direkt hierhin. Und direkt hierhin. Und hier nicht mehr hin. Da war Kupfer. Ja, also eigentlich nur direkt hier hin. Und hier. Also wir könnten das theoretisch hier lang laufen lassen. Aber allgemein fällt mir aber auf, dass wir viel zu wenig Eisen bekommen. Weil hier schon eine Kiste ist. Und ja, mir fällt gerade auf, dass ich gegen den Gerogon in der Vergangenheit arbeite. Weil der hat es aus genau dem Grund dahingestellt. So, Erz bekommen wir genug. Schmieden sie alle durch, können am Arbeiten. Die haben auch alle ein Speed-Modul. Ja. Ah, sieht gut aus eigentlich. Eigentlich. Mal schauen. Also wir haben jetzt ganz viel Eisen theoretisch im System. Praktisch werde ich es immer noch, ne? Händisch hier zumindest machen. Ich könnte die Roboports alle mal ablaufen. Hier haben wir keinen Leerlauf. Um zu gucken, ob irgendwo Roboter nichts zu tun haben. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber man kann ja hoffen, ne? Ne. Wir brauchen viel, 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 viel mehr. Ich hätte es echt gerne, dass selbst Eisen mit Robotern transportiert wird. Aber das sollte ich wohl lassen. Ja, komm. Wir sammeln einfach weiter von Hand das Eisen ein, noch für eine Weile.
schmeißen das oben hin, dass da das gewährleistet ist und dann ist gut. So, 200 hätte ich gerne von Hand. Was ist hier? Was fehlt hier? Plastik. Ja, es kommt immer wieder Plastik und Batterien. Also wir sollten oben das Fabrikgelände weiterbauen. Habe ich jetzt Mauern bekommen? Ja, ein paar. Nicht wirklich viele, aber ein paar. Lasertürme habe ich auch noch. Rohre. Ich werde mehr Rohre brauchen. So. Und dann machen wir es wieder dran und bauen oben diesen Homunculus. Ah, warte. Ich habe kein Licht gehabt. Weil mir Eisenplatten fehlen. Die habe ich jetzt dabei. Habe ich auch Kupferplatten dabei? Ja, habe ich auch. Sehr gut. Sehr gut. Okay.